Hallo und willkommen zurück zu Death of Extinction. Wir sind bei der letzten Mission und kämpfen hier quasi gegen den Crash. Denn an sich ist es kein Ding, aber wenn zu viele von den Mechs kommen und wir die zu oft anvisieren, dann kommt es zu einem Crash des Spiels und wir müssen die Mission neu starten. Und ja, die Gesamtanzahl dieser Gegner, die lässt sich da natürlich jetzt auch nicht irgendwie reduzieren. Das heißt, da haben wir eigentlich gar keine Wahl. Und rumschleichen oder sowas kann man ja auch nicht. Könnte halt sein, dass durch andere Zusammenstellungen, also dass die Gegner anders kommen und mal zwei auf einem Fleck sind oder sowas, dass das dann besser funktioniert. Go, go, go. On your guard. Wir könnten jetzt auch von rechts reinkommen, muss mal gucken. Targets acquired. Ja, da muss ich reinschießen, um den zu triggern. Das hat mal nicht funktioniert. On your guard. Got your six. On your guard. In position. In position. Seltsamerweise wurde auch das Geschütz nicht getriggert. Ah, jetzt. Okay. On your guard. Ich stell den mal hier runter. Got your six. Move. In position. Okay. We're under attack. Fehlt, sehr schön. Damit haben wir schon vier. Ja, dann mache ich besser Overwatch, weil die anderen da oben jetzt auch noch kommen werden. Das hat ja super funktioniert. Na, klasse. Die stehen jedenfalls. Okay, da. War jetzt nicht funktioniert. Keep them coming. Mhm. Den gehen wir erstmal weiter.
könnten da hinschießen, oder? Aber das hier ist eigentlich die Chance besser. Ja, machen wir das so. Aber gut war das auch nicht. Das hilft leider nicht. Reload. Lock and load. Den an. Den an. Ja. Das heißt, die gehen alle gleichzeitig tot. Ah, sehr schön. Sauber. Optimal. Anscheinend haben wir noch zusätzliche Gegner aktiviert. Enemies active. Nachladen. So oder so ist es schlecht. Jetzt ist er natürlich zweimal dran. Ne, er hat Overwatch aktiviert. Lock and load. So, der wird hier jetzt die Granate hinwerfen und damit einen Extrazug bekommen. Fire in a hole. Lock and load. So, der muss den erledigen. Und den eigentlich auch noch. Das war aber nichts. Shit. Drei. Nichts gemacht. Da oben der Heavy ist jetzt noch dran. Der muss weg. Er lebt aber noch. Yes, weg. Reload. Nehmen wir uns den vor. Area secure. Need backup.
Der macht halt an sich bei sowas hier eher wenig Schaden, deshalb nehmen wir den mal für den Angriff. Der müsste natürlich auch weg. Den an. Na, gedodged. Den kriegen wir auf jeden Fall nicht. Greifen wir da oben den an. I'm on fire. Er lebt noch und hat leider keinen Assist bekommen. Da geht das Gelaber jetzt los. Ja. Wenn der natürlich jetzt auch direkt noch angreift, dann ist es vielleicht nicht so gut. Das könnte leicht problematisch werden. Ja, sehr schön. Haben uns zumindest diese Runde ein bisschen gespart. Reload. Okay. Reload. Ah, das ist aber sehr fies mit den Gegnern da rechts noch. Gehen wir weiter. Requesting support. Der muss auf jeden Fall da drauf, um das die Deckung wegzupusten. Nachladen. Aha. Reload. I'm hit. Deckung steht zumindest noch. Machen wir erst noch den Smackdown. Reload. Reload. Lebt noch. Ah, sehr schön. Now I will, unless you hack all the terminals, did I just let the secret slip?
Mai, I'm really sorry, we had to kill you. But thanks for that information. Das habe ich gerade nicht richtig gelesen. We'll get rights on hacking that thing. Ja. Wir könnten da jetzt ein kleines Problem haben. Das ist jetzt der da oben. Da ist auch noch einer. Throwing grenade. Die halten sich damit ja eher noch. Die sind zu weit voneinander entfernt. Die hier oben kriege ich aber auch niemals tot. Granate hat er schon verwendet. Was der machen könnte, wäre hier hinschießen, aber dann würde der Blink auch noch hier einmal die Fur. Der ist auch am Brennen. Nachladen. Guck mal, dass wir den weg. Ah, das sieht schon danach aus, als wenn es jetzt kaputt gehen würde, das Spiel. Da ruckelt es jetzt schon gut beim Anwählen. Hurra! Ja, und da ruckelt es noch mehr. Das ist kaputt, mit Sicherheit. Ja, da ist jetzt, das ist jetzt vorbei. Target eliminated. Beim nächsten Mal anvisieren. Reload. Bop. Und Spiel gestorben. Was ich vielleicht versuchen könnte, ist, nach den ersten Gegnern wirklich reinzulaufen und versuchen, diese Dinger zu hacken. Ohne dass ich die Gegner töte. Vielleicht überleben es dann nicht alle, aber wäre dann wahrscheinlich immer noch die bessere Option. Da haben wir jetzt in alle Richtungen offen. Das ist natürlich extrem schlecht. Wir könnten nach rechts laufen. Go, go, go! Und Gegner aktiviert. Und da ist auch sofort der quasi Boss.
Fire in the hole! Nah. Target acquired. Ja, ich glaube, das kann ich besser aborten und dann nochmal versuchen. On the move. I'm hit. Score. Falls das dann nicht ganz kaputt geht. Aber ich habe halt zur Not auch noch einen alten Spielstand, den ich laden könnte. Wobei, da hatte ich dann das andere auch noch nicht abgebrochen. On your guard. Aber, ja gut. Got your six. Mhm. Ja, jetzt ist es anders aufgebaut. Vielleicht nicht wesentlich besser. Na, schauen wir mal. Gegner haben wir auch schon getriggert. On the move. Das ist aber schon extrem. Stehen ja auch nicht zusammen. Hurrah! Schön. Das war nicht gut. Aber ich wollte da eigentlich jetzt nicht noch mehr Anvisierungen triggern, aber jetzt kommen wir auch nicht dran vorbei. I'm hit. Schießt der noch? Ja, wunderbar.
Ja, verklickt. Area secure. Musik ist weg. Lock and load. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon das erste Hackding. In position. Das könnte das Durchrushen zu den Hackdingern dann vereinfachen. Mhm. Da haben wir die Geschütze. Ach, der hatte das gehackt. Obwohl ich das nicht angeklickt habe. Na gut. On the move. Noch. As you wish. Hurrah. Jo. Also, das haben wir. Der Vollständigkeit halber. Let's go. Target acquired. Target acquired. Aber noch nicht getriggert. Da ist auch noch so ein Dingen. Keep them coming. Was ich theoretisch machen könnte, wäre dann jeweils mit einzelnen Leuten nach vorne stürmen, diese Dinger hacken. Aber wahrscheinlich sollten wir diesen Boss gekillt haben. Da ist noch so eins. Dann nehmen wir vielleicht das als erstes noch. Oder als nächstes noch. Nicht als erstes. Da müssen wir mal gleich verarzten. Enemy spotted. Oh oh. Okay, der ist noch außerhalb der. Aber damit triggern die von wir die von rechts auch direkt noch mit. Mmm.
Das mache ich aber so. Aber erstmal müssen wir noch verarzten. Heading out. Da steht auch noch ein Geschütz. Ja, das zählt wahrscheinlich jetzt auch schon alles gegen mich, dass ich hier die Gegner im Visier habe und nicht angreife. Das wird mit Sicherheit auch wieder crashen. Wir könnten auch hier anfangen und damit die Geschütze triggern. Bloß, dass jetzt nur die hier live gegangen sind. No mercy. Laufen zu den Geschützen hin. Interessant. Machen wir den erstmal weg. Geschütze sind auch getriggert jetzt. Hurra! Hurra! Lock and load. Ja, der kann. Ja, okay, er hat geoverwatcht. Er schießt natürlich auch zurück. Ist schlecht. Na, shit. I'm hit. Aber sonst hätte der nichts machen können. I'm hit. Na. I'm hit. Alles Billiggeschütze. Da gibt's nicht.
in position. Ja, ist alles nicht so gut mit der Deckung hier. Heading out. Got your six. Keep them coming. Ne, da wollte ich nicht drauf. Ich wollte auf den da. Hurra! Alles bei null. Alles eher schlecht. Oh mein Gott, Overwatch. Aber da ruckelt es auch schon böse. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ruckel, ruckel, ruckel. Aber ich kann ja noch nicht mal hier jetzt weglaufen, weil es dafür jetzt eigentlich schon zu spät ist. Weil die ja automatisch auch anvisieren. Da unten war ein so ein Hackdingen. Ich probier's mal. Schlussendlich kann ich sie jetzt jederzeit abbrechen, indem ich einfach mit einem Gegner, zu einem Gegner laufe. Da ist das nächste Hackdingen. Das ist weggehackt. Ja, damit ist es eigentlich schon vorbei, weil sobald der jetzt hier dann drankommt, wird der die Gegner ins Ziel nehmen und dann ist es zu Ende, glaube ich. Und an dem muss ich ja jetzt auch vorbei. As you wish. Was ich jetzt hier probieren kann. Aber ich glaube, der nimmt den jetzt in Visier.
ins Visier, ja. Und damit ist wahrscheinlich... Ich drücke jetzt hier einmal drauf. Ja, das ist... Das ist vorbei. Und damit Gegner anvisiert und kaputt ist das Spiel. Ja, das ist schon... Das ist schon super scheiße. Nächster Versuch. Da haben wir wieder drei Seiten. Drei Seiten ist mir aber zu kritisch. In position. Da starte ich lieber die Mission neu. Und da kommen dann auch schon die Gegner. Und das ist der Boss. Da müssen wir wieder das Gelaber anhören. Jetzt habe ich das Ganze aber schon abgebrochen. Das heißt, es nutzt mir so oder so nichts. Fire in the hole. Got your six. I'm hit. Ja, ja, ja. Und as you wish. Zu Ende. Nächster Versuch. Diesmal haben wir nur zwei Seiten. Und eine ziemlich gute Position hier. Machen wir dann Eingang rein. Immediately. Mhm.
Der muss dann gleich pullen. In position. Yeah. On your guard. In position. Got your six. In position. Got your six. Indeed. Getriggert. In position. On your guard. Wir hätten ruhig noch mehr schießen dürfen. Na komm, weg. Aha, von unten. Hahaha! Hurrah! Stell dich daneben bitte. Ja, sehr schön. Dann machen wir auch direkt den. Mhm. Ja, die hat halt da keine Deckung. Ja. Okay. Könnten dahin schießen und hoffen, dass genug Kisten zerstört werden. Jo. Ja. Der andere wäre sinnvoller gewesen. Aber so habe ich mir einmal das Zielen gespart. Na, der muss leider in Deckung laufen. Go, go, go! Auch schlecht. Hurra!
den weg. Alternative wäre ja noch, diese Mission einfach nur mit 3 Leuten zu starten. Dadurch hätten wir weniger Gegner und dadurch sollte die Chance sinken, dass das Spiel crasht. Das wäre auch noch eine etwas seltsame Option, aber eine Option. Das war eigentlich nichts, was eliminiert wurde. Mal gucken, ob ich das hier jetzt überhaupt schon überlebe mit den verbleibenden Gegnern da. Heading out. Muss laufen, kann also dann auch nicht mehr schießen. Requesting support. Keep them coming. Und das ist der Boss. Jetzt geht erstmal das Gelaber wieder los. Wobei ich ja aktuell auch, ich sag mal, nur 5 hab. Also selbst wenn ich 3 mitnehmen würde, weiß nicht, wie viel Unterschied das dann tatsächlich machen würde. Keep coming! Na komm. No mercy. Den anderen nicht getroffen. Oder sind das 3 gerade? Katastrophe. Ich glaube, das sind. Ne, es sind 2. Throwing grenade. Enemy down. Area secure.
jetzt anstellt. Fire in the hole! Mhm. Seltsame Aktion. Warten wir da erstmal eine Runde ab. Wobei, eigentlich das ist auch Unsinn. Den hier würde ich ja gerne erstmal weghaben. Okay, dann schießen wir hiermit den an. Sehr gut. Abwarten. Mhm. Greifen wir das an. On the move. Der könnte auch. Nein, machen wir das so. Throwing grenade. I'm hit. Auch nur 9 Schaden. I'm hit. Ja, getötet bekommt er den wohl nicht. Ach shit, put out fire. Na, das wollte ich eigentlich nicht anklicken. Da habe ich mich vertan. Okay. Das sind jetzt 4 Stück von denen. Keep it coming. Na, wenn das mal gut geht. Ist noch voll. Die sind auch alle noch voll. No, I rolled to another shell. Yeah, unless you hack all the terminals. Mm-hmm. Eigentlich müsste der da unten drauf schießen. Mit einer sehr hohen Priorität. Wird aber dann natürlich von dem da oben angegriffen.
As you wish. Brilliant. Ja, hilft ja nix. Hurrah! Hurrah! Oh, shit. Ja, okay. Aha. Sehr seltsame Aktion, aber kann mir recht sein. Stellte dich nach der Zug, ne? Leider. Questing support. Eigentlich müssen wir da unten drauf schießen. Reload. Keep 'em coming. Shit. Jetzt hat der keine Deckung mehr und wird von denen angepustet. Reload. Vielleicht. Ah, der hat auch nicht mehr viel. Schön. Der macht einfach nichts. Moment, der macht erstmal den. Dann den, damit er nicht Auto anvisiert. Okay, tut er sowieso nicht. Okay, das war gar nichts. As you wish. I'm hit. Ja, die nächste Runde wird wahrscheinlich entscheidend, ob es jetzt kaputt geht oder nicht. Da mache ich nix. Der macht. Der kann auch nicht overwatchen. Machen wir Defend. Cover me! Bewegen darf der sich nicht. Shit. Go, go, go. Mhm. Got your six.
lock and load. Ha ha ha. Wir laufen einfach wieder rüber, machen wieder Overwatch an. Da mache ich wieder genau nichts. Oder der kann einmal deferen. Requesting support. Sehr schön. Defer. Jetzt kommt der Samurai. Requesting support. Bitte, bitte, bitte. Enemy down. Kaputt. Ich glaube, wenn wir jetzt noch einen von denen haben, ist das Spiel kaputt. On your guard. Lock and load. Vielleicht sollte ich jetzt auch einfach nicht nachladen, aber... Ja. Vielleicht hilft's auch, wenn ich gerade mal den Task wechsle, dass der irgendwie... Aber das macht keinen Unterschied. Dass ich das hier minimiere. Oder dass ich vielleicht... Das hier mal auf Fenster umschalte. Na, ich glaube nicht, dass das irgendwas gebracht hat. Lock and load. Lock and load. As you wish. Und sich selber malen. Ja, ich glaube, wenn das nicht klappt, ist meine beste Chance, das mit weniger Charakteren zu machen. In position. Target acquired. Das ist das Master Terminal. Da haben wir auch Turrets. Lass mal stehen. Birdman hat aber auch nichts mehr. On your guard. Ja, wenn dann noch zusätzliche Gegner kommen, habe ich so oder so ein Problem. Ist auch noch was. Ha ha ha.
fire! You... Target acquired. Da ist ein Terminal. In position. Ja, und weitere Gegner, die werden auf jeden Fall das Spiel wieder kaputt machen. Gucken wir mal gerade noch, wo wir andere Terminals finden. Immediately. Ich könnte, ich glaube, ich mache das jetzt auch. Ich laufe jetzt mal in mein Kämmerlein und ich werde überall die Munition wegpusten, dass keiner mehr Munition hat. Damit kann ich die Gegner nicht mehr anvisieren. Womit dann das Spiel hoffentlich nicht mehr crasht. Let's go. Und dann muss ich gucken, dass ich mit allen gleichzeitig reinlaufe und die Terminals hacke. As you will. Nichts mehr. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Requesting support. No. Requesting support. Alle. Null Prozent. At once. Requesting support. Requesting support. Mhm. Requesting support. Der hat ein Sprint-Ding und der muss auf jeden Fall irgendwo hin, um die... um was zu aktivieren. Requesting support. Der eher nicht. Man müsste mal gerade gucken, wer ist denn am langsamsten?
Smackdown und Coxswain. Let's go! Requesting support. Requesting support. Da ist auch ein Terminal. Hier wird aber wahrscheinlich ja noch eines sein. Let's go. Requesting support. Da sind Gegner. Requesting support. Ja, der bleibt hier stehen. Oder vielleicht da. Requesting support. Der kann mit einem Zug da ranlaufen. Das würde auf jeden Fall funktionieren. Requesting support. Der könnte, naja, da natürlich auch mit einem Zug ran, aber den werden wir wahrscheinlich woanders verwenden. Mhm. Ach, da ist auch noch irgendein besonderes Teil. Enemy spotted. Da haben wir auch noch Gegner. Requesting support. Du bleibst mal da. Requesting support. Dann gucken wir mal, ob da unten auch noch so ein Ding ist. Ja. Mhm. Requesting support. Der bleibt ja hier. Requesting support. Requesting support. Der muss dann nach da unten. Requesting support. Mhm. Der wird das hier dann machen. Requesting support. Und dann müssen wir noch auf der rechten Seite schauen, ob da noch mehr ist. Okay.
support. Requesting support. Requesting support. You. Gut, für den ist das natürlich eine Suizidmission. Mhm. Requesting support. Requesting support. Ich hoffe mal, dass er da unten niemanden durchtriggert. Oder wir laufen erstmal weit oben rum. Ja, machen wir das. Heading out. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Mhm. Requesting support. Requesting support. Also ich habe jetzt drei Teile, die ich aktivieren kann. Requesting support. Requesting support. Ach shit, da habe ich gerade den Dings weggeklickt. Requesting support. Requesting support. Requesting support. So. Target acquired. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Und wenn da natürlich noch mehr sind, dann bedeutet das, dass wir einen brauchen, der zwei Sachen anklickt. Die Chance ist dann auch verhältnismäßig hoch, dass da noch mehr ist. Let's go. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Wir könnten auch den nach da schicken. Move. Requesting support. Und dann könnte der das hier unten triggern und dann nach oben laufen. Das ist nun mal der schnellste. Durchlaufen kann, ich glaube schon. Der Smackdown, der könnte das ja auch triggern, holen. Move. Requesting support. Mhm.
Requesting support. So. Dann wird Birdman erstmal hier rüberlaufen. On the move. Requesting support. As you wish. Requesting support. So, erkunden wir das hier mal weiter. Target acquired. Auch noch ein Terminal. Requesting support. Genau, der macht dann das. Requesting support. Der kann sich schon mal hier hinstellen. Go, go, go. Requesting support. Birdman. Ja, der kümmert sich hier drum. Requesting support. Der müsste noch eins weiterlaufen. Damit ist der Kampf aktiviert. Der ist aber noch außerhalb der Reichweite dort. Heading out. So, für den. Der hatte jetzt dort was gesehen. Erkunden wir mal vorsichtig weiter. Es könnte halt sein, dass da noch was ist. As you wish. Requesting support. Mhm. Requesting support. Requesting support. Birdman. Der könnte aber möglicherweise auch zwei Sachen machen. Also mehr als das und das eventuell. Oder mehr als... Na, hier die beiden Sachen. Weiß nicht. Vielleicht, dass der oben die beiden macht. Es kommt aber auch drauf an, was da für Geschütze drin sind. Muss ich nachher mal gucken, wie viel wir da noch finden. So. Der müsste eigentlich noch eins gehen können. Und der würde jetzt dahin laufen können. Requesting support. At once. Target acquired. Noch ein Terminal. Ja, und da haben wir auch einen Gegner. Dann könnte es natürlich sein, dass ganz unten noch einer ist. Da komme ich aber nicht hin. Und dann könnte es natürlich immer noch sein, dass wir hier noch mal den Gegner töten müssten.
Ja. Also ich glaube, den einen, den Birdman, den müssen wir hierfür irgendwie abstellen, um zwei Sachen zu erledigen. Also ich muss jetzt quasi im Grunde hoffen, dass da nichts ist oder dass die KI sich dumm verhält. Das ist jetzt Smackdown. Den schicke ich dann nach rechts. Oder der hätte ihn eigentlich nach unten gemusst. Ne, der muss das hier aktivieren. Da ist jetzt niemand. Achso, dann würde der das natürlich dann direkt triggern. Let's go. Requesting support. So, Birdman muss das und dann da hochlaufen. Und da ist halt noch eins, was ich jetzt nicht mehr erreichen kann. Requesting support. Das wird was. Requesting support. Der kann mit einem Mal dahin. Ich weiß nicht, ob man davor sein muss. Wahrscheinlich nicht, aber ich stelle den mal hier hin. Requesting support. Es kann auch sein, dass die ganzen Gegner erst mal mit den Geschützen beschäftigt sind. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Yeah. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Na, die müsste dann nach unten laufen. Ich glaube, mit der starte ich das jetzt. Requesting support. Requesting support. Birdman. Requesting support.
sprintet jetzt nach oben. Requesting support. Overwatch. Aha. Ja. Ich hoffe mal, dass wir das von da aus benutzen können. Kann er. Mhm. Go, go, go! Wo ist der? Ja. Der kommt auch mal noch nach unten, falls sie die kaputt schießen. As you wish. Requesting support. Und hier. Ja. Mal gucken, ob die das überlebt. Heading out. Ja, tut sie. Requesting support. Ja, es fehlt natürlich jetzt noch das eine Ding weiter rechts. Dann machen wir hier mal die Fur. Requesting support. Genau, die sind schön beschäftigt. Die Fur. Requesting support. Mhm. Tut aber nichts. Die Fur. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Er lebt noch. Well, crap. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Mhm. Requesting support. So, die beiden schießen nicht mehr. Der oben ist noch auf Overwatch. Der könnte erstmal nach da rüberlaufen. Requesting support. Mm-hmm. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Requesting support. Ja, die. Das scheint ja nicht nötig zu sein, aber. Hm. Gehen wir mal da hinten. Ja. Requesting support.
SmackDown wäre jetzt der Entscheidende da oben. Requesting Support. Requesting Support. Requesting support. Requesting support. Und SmackDown. Requesting support. Ich weiß nicht, ob das jetzt automatisch dann getriggert ist. Ne, ist es nicht. Shit. Requesting support. Okay, dann wird es jetzt interessant, ob hier noch ein Terminal ist. Requesting support. Sieht jedenfalls nicht danach aus. I'm hit. Immerhin wird er nicht unterbrechen. Kann gut sein, dass ich mich auf den hier komplett stürzen sollte danach. Requesting support. Ja. Ja, der hat natürlich jetzt auch Overwatch aktiv. Aber dann ziehe ich jetzt da trotzdem dran vorbei, wenn es geht. Ja. I'm hit. Ja. Requesting support. Okay, das haben wir anscheinend geschafft. Jetzt müssten wir noch das Main Terminal uns holen. Requesting support. Okay, evacuate. Damn it. Mhm. Requesting support. Hallo? Die ist halt jetzt dann im Eimer. Der hat Overwatch an da unten, das heißt, der wird jetzt auch sterben. Ja. Ich meine, wenn das jetzt die letzte Mission in dem Spiel ist, dann kann mir das eigentlich egal sein.
Bradley! I'm hit! Need backup! Let's go! Requesting support. You? Requesting support. Für den sieht's aber jetzt auch nicht mehr gut aus. Okay. Der hat noch Overwatch. Okay. Ah, okay, ich kann einen zurückholen. Wer ist mir denn jetzt hier am wichtigsten? Der Sniper ist mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Ich glaube, der hier ist besser. Fusion Cannon. Vielleicht, weil ich das jetzt ein zweites Mal angegangen bin, dass das nicht funktioniert hat wieder. Ja, ich glaube, an der Stelle werde ich das Spiel auch erstmal sein lassen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Das hier sind jetzt zu viele Fehler auf einmal, wo man drum rum jonglieren muss. Ich werde jetzt mein Review da online stellen. Ich kann im Moment einfach das Spiel aufgrund der Fehler überhaupt nicht empfehlen. Aber im Moment ist es halt so nicht abschließbar. Also der Fehler müsste weg, dass das Spiel jedes Mal kaputt geht, müsste weg, und dass das im Ladebildschirm hängen bleibt, müsste weg. Ohne das macht es keinen Sinn, das überhaupt hier irgendwie weiterzuspielen. Also dann sage ich erstmal ciao, und dann werden wir uns das hier vielleicht nochmal in einem Monat oder sowas angucken oder zwei, wenn das dann hoffentlich besser funktioniert. Also ciao und bis zum nächsten Mal.